Ja, wobei der hier verhältnismäßig einfach war. Weil es nicht bei Licht betrachtet, aber. Bist du da? Noch am Boden. Warum? So. Und jetzt muss jetzt weiß ich natürlich, wie ich den Gorilla nerven kann, weißt du, indem ich dann so sage, ja, aber die Mücke, meine Motte ist hier oben, Gorilla. Dann kriegt er gleich einen Tobsuchtsanfall. Oh, die schnarrt so süß. Eigentlich tut mir die Motte ein bisschen leid. Haben wir dich eigentlich schon gescannt, Mädchen? Frisch, scharf und sauer sind ihre Schwächen. Also greife ich sie mit einer schlitzenden, salzigen Waffe an und hau mit dem Hammer drauf. Ah, schön, bis zu 50% weniger Schaden. Hi. Womit kämpfen wir? Mit Armbrust oder? Ich schätze mal, dass Armbrust das Thema werden wird. Okay, alles klar. Aber erstmal Nahkampf draufschnetzen. Ja, sie wird relativ schnell, wird sie loslegen. Bist du bereit? Okay. Eins, zwei, drei. Ja. Sie macht so einen Staubangriff. Uah. Süß. Macht sehr süße Geräusche. Komm her. Ich glaube, die ist tot. Wo ist sie hin? Hier drauf. Ist irgendwo da runtergefallen. Gibt es hier drauf noch irgendwas zu looten oder so? Nee, ne? Können direkt runter. Wir können direkt runter, ja. Hier war nichts. Wir können fliegen. Ich sehe sie nicht. Ah, hab sie. Drei Mottenpelz haben wir jetzt genug. Ah! Natürlich. Wen muss das Viech wieder angreifen? Mich. Ich hab doch meine Pfeife. Kann mir mal irgendjemand sagen, warum der die Waffe nicht als vernünftige... Nashornkäfer jetzt. Ja, ist gut. Käfer ist tot. Verdammtes Rattenpack. Sag mal, siehst du eigentlich den Pfeil hier noch liegen? Ich habe keinen einzigen Pfeil hier liegen sehen, nee. Hier vorne müsste einer liegen. Den siehst du nicht. Ich guck direkt drauf. Ja, doch, den sehe ich. Aber also, der wird mich angezeigt, aber ich sehe ihn. Könntest du den aufnehmen? Ja. Okay. Aber es war jetzt nicht so dieses typische Pfeilzeichen, was du sonst darüber hast. Ja, das haben sie jetzt geändert, dass du nicht mehr meine Pfeile angezeigt kriegst und andersrum. Weil wohl der Pfeildiebstahl so groß war und wenn man als Team zusammenspielt, ja, da kann man natürlich nicht, ne, weißt du. Mhm. Na gut. Also, was sagst du? Sollen wir jetzt nochmal ganz schnell? Oder sollen wir lieber zurück? Nö, wir können, wir können. Wo sind wir denn? 1,23. 44.
7 Minuten, meinst du, schaffst du das in 7 Minuten? Also wenn wir wieder da drin sind, dann ja. Wir können ja auch dann da drin aufhören. Ist ja nicht schlimm. Na dann. I think this roly-poly might be into me. Komm. Ja, ich habe nur gerade geguckt wegen Rüstung und Co. Weil wir vergessen ja immer unsere Schuhe zu wechseln, weißt du, haben ja keine vollständige Rüstung. Ja, da hast du recht. Siehst du, ich habe zum Beispiel meine Geschwindigkeits-App gerade nicht drin, deswegen bin ich langsamer als du. Wir müssen auch eigentlich mal anfangen, die Orte zu markieren. Also, weil es ist ja schön und gut, dass du da vieles auswendig kennst, aber kenne ich nicht. Ja, mach doch. Puzzle? Nein. Komm. Der hat mich nur angebissen. Ich kann da nichts für. Wir sind ja auch da. Renn rein. Komm. Ich meine, dann mach dir deine Markierung, die du brauchst. Bin ich blöd oder warum finde ich den Eingang nicht? Was ist denn für ein Eingang? Der ist hier, wo der Fussel ist. Ja, ich muss erstmal wieder eine Weltreise machen, dass ich dabei bin, weil ich in eine Schlucht gefallen bin. Ich bringe den ganzen Garten mit, ne? Nur damit bleibt was. Hier ist ein Zahn ausgeschlagen bei mir. Zahn ausgeschlagen? Ja, also... Ach so, da oben ist noch einer drin, ja. In dem Werkzeugkoffer ist noch einer. Oh mein Gott. Ich brauche mal kurz mein Licht. Sicher gar nichts. Armoring up! Ach, Fussel. Ich wollte auch eine schöne Position einnehmen, weißt du, um dir zuzugucken, aber bin natürlich wieder zu weit gesprungen. Weil es kennt ja nur zu nah oder zu weit, aber seltenst passend. War schon so weit. Ich funke ihm da auch nicht zwischen, ne? Ich hab da nee. Keine Ruhe zu, keine Lust zu diesen Jump-and-Run-Blödsinn. Wie macht man denn Third Person, weißt du da gerade zufällig? Versuch's mal mit U. Okay, mach ich jetzt gleich. U wie Uniform. Oder Ulala. Ja. Aber dieser Spalt da oben, der ist mir noch nie aufgefallen. Ich hätte ja sonst noch die Überlegung, dass man vielleicht von oben da runterfallen muss, weißt du? Aber da oben war doch kein Spalt. Also der sich jetzt hier im Mondlicht tummelt, der scheint nicht wirklich zu existieren. Weil das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, ne? Dass oben auf der Kiste ein Spalt ist, den du runterfallen musst, um an den Zahn zu kommen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da oben einer war. Praktisch habe ich ja ein Video gesehen. Wann? Wie du kommst. Gerade eben. Während der Aufnahme? Ja, damit ich da hochkomme, weil mich sowas wurmt, wieso ich da nicht hochkomme. Und ich denke, du spielst einfach nur Scheiße. Da guckt der Video dabei. So. Dann nochmal so. Das Schöne ist auch, dass ich so jetzt richtig beschissen nur Licht habe, wenn man Third Person anhat, weil der ja nur dann vor sich leuchtet, ansonsten siehst du ja alles an Licht. So. Danke. Ja. Also bis dahin ist schon relativ simpel. Wenn du da drauf bist, ja. In dieser Ecke, ne? Ja. Wenn du in dieser Ecke bist, dann sollst du hier so seitlich hochspringen.
Mach ich. Klappt aber nicht. Und, also hier in die Ecke rein. Genau. Ja, nee, das hat auch beim ersten Mal 100 Mal gleich geklappt, aber jetzt nicht mehr. Na, ja, ja. Und dann soll man hier... Ich komme gar nicht diese, auf den Arm. Diesen Schiefstand hier... Den soll man hochspringen. Das hat er natürlich auch im First Try mal eben so gemacht. Ja, aber da bin ich jedes Mal runtergerutscht. Siehst du? Wie du ja auch. Ah, jetzt. Nein. Entschuldige, ich bin leider in so eine... War da ein Wurm? Sekunde. Ja, ja. Ich war jetzt schon mal ein Level weiter. Pass auf. So. Gehst jetzt zur Seite hoch, springst wieder. Nee, macht es cool, so ein Jump'n'Run. So muss das sein. Ne? Muss ich dafür feiern? Oder was ist mit den Leuten? Ja, vielleicht haben die auch einfach nur ein super Schnittprogramm, weißt du? Tausendmal versucht und so geschnitten, dass das der erste Sprung ist, weißt du? Ja, aber das kann doch nicht sein. Einfach da durch. Ja, ja, genau. Also den zweiten habe ich ja jetzt schon geschafft. Ja, aber ernsthaft, wer plant denn sowas? Weiß ich nicht. Ich meine, du rutschst ja wie ein Bekloppter da. Also wenn das alles mit Schmierseife eingeölt wäre. Oh, ups. Hast du wieder Gleitcreme an den Füßen? Hab ich immer. Sonst kommt die nämlich nicht in die ausgeschälten Läuse rein, weißt du? Und so ein hohes Frustpotenzial, das verstehe ich nicht, wie man sowas einbauen kann, ehrlich. Dann sollen sie da Treppen hochbauen oder da deutlich mal, guck dir das mal an, das ist doch scheiße. Das hat auch nichts mehr mit perfekten Sprüngen und so zu tun. Ich finde das albern, ehrlich. Nee. Liebe Entwickler, ich finde das albern. Guckt euch das mal an. Ich finde, ich springe da ja ganz gut drauf, aber irgendwie... Ja, natürlich, aber das ist ja alles so schmierseifig, das ist ja gar nicht möglich. Scheint ja wieder, als wenn du genau eine Stelle treffen musst. Hoch geht. So. Das Ding ist, wenn ich dann hochspringe, dann springt er einfach irgendwo vor. Ja, dann wirst du abgelenkt. Ja. Der Sprung lenkt dich ab. Und dann kommst du auch wieder nicht rüber. Der war gut. So. Nee, war einfach. Und was siehst du da oben? Erzähl mal. Weil meine ZuschauerInnen werden das ja nie zu Gesicht bekommen. Ja, ich musste mich auch eben kurz konzentrieren, dass ich diesen beschissenen Zahn jetzt auch einfach nur abbaue. Mhm. Ansonsten ist hier oben nichts. Ich laufe gerade extra einmal rum, um ja. zu gucken, ob man noch irgendwas findet. Aber nein, es ist dieser eine Zahn gewesen, den wir jetzt haben. Ansonsten ist hier oben nichts. Nein, hier ist nichts. So, also Content inklusive, exklusiv bei uns hier. So macht man das. So, nicht anders. So, jetzt kann ich wieder hier auf U klicken. Wollen wir jetzt hier ausmachen oder noch eben zurück? Ich wollte noch mal wir machen hier aus. Ich wollte mal eben noch mal eine Sache nachgucken. Ich habe hier nämlich was Grünes gesehen. Ich weiß aber nicht. Ja. Nee, das war nur Schrift, ne? Ja, nee, war nur Schrift, alles klar. Ja, nee, weißt du was? Dann lass uns eben hier raus, ne? Ja. Oder sich hier so irgendwo hier in der Ecke oder so, dann können wir hier wieder anfangen. Gut, dann haben wir es geschafft. Dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch das Insektennest ein wenig näher bringen konnten. Wir haben die neue Waffe, die ja auch sehr, sehr schön ist, weil wir eben alle Mixer getötet haben. Ach, wunderbar. Guckt ihr das mal an. Ist das eine Waffe? Schön. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wie wir vielleicht doch auf die Schubkarre kommen, um dort oben noch das Forschungslabor und den fehlenden Zahn zu machen. Ja, und ansonsten gucken wir mal, wir müssen so langsam mal diese Maschine sichern. Ne? Gut. Das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.